Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge oder gleich zur ganzen Extreme Week. Denn heute machen wir nicht nur hier diese 1109 Meter hier im einfachen Extreme, sondern es gibt auch die Weekly Extreme nachher noch. So, aber fangen wir jetzt erstmal hier an mit der aktuellen Challenge. Es geht hier noch am Anfang recht einfach hoch. Kennen wir alles, ist alles gar kein großes Problem. Hier ein bisschen drüber springen, noch weiter. Und ja, beim Turm ohne Ende gilt halt eben die Grundregel, ich bin froh, dass ich ihn mal wieder machen darf, dass wir alle rosa Looms, wenn möglich, einsammeln. Denn hier bei der Challenge oder ja, beim Turm ohne Ende können wir so gut wie sagen, dass die rosa Looms lügen nicht. Das heißt, wenn wir sie einsammeln, dann werden wir auch so gut wie nicht sterben. So, hier nochmal einmal rüber, dann hier ein Sprung. Von der Entfernung her ist es heute recht weit. Der Turm ohne Ende braucht halt eben recht lang, dass wir die 1100 Meter. Es ist nicht so wie bei Murphys Katakomben oder Land der wandelnden Seelen, dass wir halt eben recht schnell Strecke zurücklegen. Und auch der freie Fall hat natürlich auch so ein, ja, man kommt einfach irgendwann hin. Aber Turm ohne Ende ist, glaube ich, die zweitlangsamste Challenge, die man machen kann hier in dem Bereich. So, wir haben schon 400 Meter, das ist fast die Hälfte hier drüber. Schwierigkeitsgrad ist nur eigentlich noch recht einfach. Von Wänden probieren wir uns immer abzudrücken und ich setze auch unten am Controller, dass ich den Control-Stick eigentlich immer in die Richtung drücke. Hier sieht man es auch recht schön, hoch und dann wieder rechts, in die Richtung, wo ich halt eben gerade springe. Hier war ich ein bisschen verwirrt, weil ich gerade gleich den oberen Bumper sogar mitgenommen habe. Das hat einfach einen Grund, wieso ich den Controller immer hin und her ziehe, dass ich mich von den Wänden schön abstoßen kann. Manchmal ignoriert er einfach die Wände, wenn ich den Controller in die falsche Richtung heb. Beim Laufen hoch macht das eigentlich nicht so viel, aber gerade wenn es um Abstoßsachen geht, kann es doch manchmal doch ein bisschen eklig sein. Und man kann dadurch halt eben auch ein bisschen verlieren. So, wir haben 750 Meter, zwei Drittel sind schon geschafft. So, hier noch einmal drüber. Jetzt hier wieder, jetzt wieder Bumper auf die rechte Seite. Wir bekommen die nächste Pause. Hier drüber, alles noch ganz entspannt. Erst so bei 900 Meter fängt so langsam die Anspannung dann an. So, hier nach oben, hier wieder einfache Wechsel. Hier nochmal drüber springen, hier drüber, alles kein Problem. Hier kommen wir auch. So, hier einen großen Sprung auf den Bumper mit durchschlagen. So, und jetzt gleich kommt die erste Schwierigkeit in dem Bereich. Und zwar genau fängt sie hier an. Hier haben wir einen ganz schnellen Wechsel. Tack, tack, tack. Müssen wir ganz schnell. Hier treffe ich gleich den oberen Bumper, kann diese Wand halt eben damit überspringen. Und wir sind schon in der nächsten Pause und dürften jetzt eigentlich schon fast, nee, noch nicht ganz, ich glaube jetzt ungefähr haben wir dann Gold erreicht. Hier einmal noch drüber, da wieder über die Ringe, schnell abhauen, noch einmal weiter nach oben, hier den Sprung, Bumper auf jeden Fall nach links drücken, sonst überlappt man das hier in diesem Fall nicht. Hier noch einmal wieder die Wechsel mit dem Durchschlagen, kennen wir alles schon, haben wir schon gehabt. So, hier auch nochmal, zack, Jump, Jump, Schlag und so weiter. Ich kann gar nicht so schnell reden, wie man da halt eben in dem Bereich klicken muss. Das müsst ihr ein paar Mal üben, dann klappt das eigentlich auch ganz gut. So, hier noch einmal durch. Ich weiß, beim ersten Mal bin ich da auch dran gestorben an diesem blöden Teil, aber ja, wenn man es einmal hat, dann klappt es eigentlich immer ganz gut. Hier nochmal drüber, jetzt hier wieder Wand durchschlagen, Sprung. Wand durchschlagen, rüber, wieder so ein Ringespiel mit Verfolger, hier einmal drüber und wir haben schon die 1400 Meter Pause, hier wieder drüber, hier wieder Sprung, 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 nochmal und hier springe ich ein bisschen zu früh. 1441 Meter ist allerdings trotzdem eine sehr, sehr schöne Marke und ich glaube, die können wir für heute fast behalten. Allerdings, wenn ich natürlich jetzt hier auf die Bestenliste schaue, dann ist es A noch recht früh und ich glaube nicht, dass ich den 10. Platz hier noch schön behalten kann. Und ja, ich spiele mit dem Gedanken, ob ich das Ganze nicht noch ein bisschen verteidigen soll, weil gerade die 1483 Meter scheint so die nächste Weizentrennung zu sein. Nichtsdestotrotz, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Bis dann!